soll das? Warte mal, rechts oder links? Es sah so aus, als würde uns jemand den Weg zeigen wollen, oder? Wir gehen erstmal nach rechts. War das etwa der Geist von Martha? Okay. Ich lenke mich nur ab, Leute. Wenn ich so viel rede, dann ist es nur Ablenkung, damit ich mich nicht unwohl fühle, okay? Versteht mich nicht falsch. Aber es ist halt nicht so geil. Die Kameras sind irgendwo hier in der Nähe. Ja, wahrscheinlich hier. Oh Gott, wenn wir uns da jetzt hinstellen, dann wird uns safe jemand jetzt anfassen. Ja, warte, warte, wir muten noch die Alerts, das ist richtig. Dankeschön, Jahima Jansen. Und Italia Boy Luca, danke für den Follow. So. Noch zwei Kameras. Hey, da oben ist ein UFO! Oder ist das ein Haus? Das ist ein Haus, ne? Das ist ein Berg. Ist ein Haus. Alles klar. Ist ein Haus. Ist nur ein Haus, Chat. Ich hab's sofort gesehen. Das wäre ja noch absurder, wenn auf einmal Martha jetzt in einem UFO rumfliegt. Ja, aber das würde ich auch noch fühlen, so bei Phasmophobia, ne? So eine Map im Wald, irgendwie mit so einem Schuppen oder so. Ich meine, Campsite ist ja fast so, aber trotzdem. Wo man halt auch diese Wanderwege hat oder so, richtig krass. Und ein schönes Bächlein, ui. Okay, alles ist cool. Wir gehen gleich baden. Nackt. Und dann sind wir glücklich. Und hier ist auch nichts, was uns ins Gesicht springen möchte. Alles ist friedlich. UFO! Was ist denn das Rote? Achso, das hängt da einfach, ne? Dreh dich doch nicht um! Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Hä? Ich mache am besten, eine Kamera fehlt noch. Wir machen davon ein Foto. Du musst dich schon entscheiden, was du aussprechen möchtest, Martha. Ich meine, Julia. Wir machen davon ein Foto. Aber hey, haben wir das nicht schon mal gesehen? Im Traum oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war der Meinung, wir hätten das schon mal gesehen. Wie das knistert da oben. Wartet. Hier spannt keiner. Wie kann der hierher geraten sein? Kommt mir bekannt vor. Ja, uns auch, siehst du? Julia und wir sind connected, Leute. Ich meine, Martha natürlich. Martha. Und irgendwann, hier kommt gleich einfach Festival runtergerannt. Ich sehe es schon kommen. Es ist einfach so. Wir werden gleich eingesaugt. Und das UFO guckt uns zu. Alles gut. Es ist alles nur im Kopf. Oder halt im Hologramm, wie wir es vorhin gesehen haben. Drei von drei. Das war's. Ich hab sie alle. Und wir können jetzt bestimmt die einfach Filme ganz nach Hause werden mir gehen. Helfen zu verstehen, was passiert ist. Oh nein. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Das möchte ich nicht. Wir werden bestimmt K.O. geschlagen. Können wir nochmal die Ziele uns gucken? Gibt es irgendwie einen Hotkey für Ziele? Entwickle die Filmrollen. Wir müssen die wirklich entwickeln jetzt, ne? Komplett. Ich weiß nicht, wo sie... Wir werden auch... Ey, Leute, irgendwann wird es den Moment geben, wo wir einfach mit diesem Boot rausfahren müssen. Ich sehe es schon. Ich sehe es einfach. Das steht doch nicht umsonst hier so und präsentiert sich einfach von seiner Schokoladenseite. Das ist doch nicht normal. Okay. Was ist mit meiner Lampe? Hallo? Wird's jetzt gerade nebelig? Oh, nee, das ist natürlich jetzt wieder typisch, weißt du? Okay. Wir laufen hier den Weg hoch. Links. Dann einfach folgen. Nur das ist weiter, als ich gedacht habe. Aber wir joggen, wir müssen sowieso noch Frühsport machen. Es ist neblig geworden, ne? Oder wird es jetzt hell vielleicht? Weil so lange waren wir jetzt auch nicht unterwegs. Alles gut. Frische Luft tut uns gut. Das ist ein schöner Spaziergang. Ist immer was Schönes. Macht Spaß.
Und genießen wir alle. Einfach dem Weg folgen, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle eure Wanderschuhe dabei. Und ansonsten, Freude! Boah, nee, Alter. Ey, nachts durch den Wald gar nicht. Gar keinen Bock. Also ich finde Leute krass, die mit sowas gar kein Problem haben, ne? Ich habe auch die ganze Zeit ein Gefühl, als würde jemand hinter uns hertapseln. Oder hinterher topseln, Topsy. Hört auf! Ja? Ja, bitte? Habt ihr es gehört? Das war ein Grummeln. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Ich bin nicht interessiert. Julia. Julia. Moin. Könnten Sie bitte mich loslassen? Ich muss noch Foto entwickeln. Lauf! Ich weiß nicht, wie ich laufen muss. Links. Das war bestimmt falsch. Ah! Hoppa! Rechts! Der Wall hat sich umgebaut. Der Wall hat sich ganz klar umgebaut. Ganz klar umgebaut. Wo sind wir? Nein, nicht so. Übertreib's nicht. Julia? Das kenne ich nicht. Wisst ihr, was hier los ist? Oh, da wohl nichts mehr zu lachen, ne? Das ist. Okay, Das ist doch niemals echt. Das ist doch. Die ist doch jetzt umgefallen oder so, weil sie einfach seit 2 Tagen nichts gegessen hat. Das existiert nicht, Leute. Alles gut. Warum sind wir so klein? Martha? Ja, wir sind zu Hause. Wir sind einfach ein Kind. Was jetzt? Hätte man eine Windel mitgenommen, das... Inkontinenz ist nichts. Hä? Was ist das jetzt für eine Scheiße? Was? Mama? Mama? Was geschieht? Was? Das habe ich nicht gebucht. Das habe ich eindeutig nicht gebucht.
Wieder ein Albtraum. Wie sind wir denn nach Hause gekommen? Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Na klar. Das denke ich nur. Märchen, die wahr werden. Und trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Warte mal, waren wir überhaupt im Wald? Wir haben die Kamera... Wir haben ins Bett gemacht. Wir haben... Das... Verdammt. Wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit und das ist viel mehr als sonst. Ach ja. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Ja, warte mal, aber... Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Okay, wir haben also die Kameras. Wir waren im Wald, dann sind wir irgendwie ohnmächtig geworden. Das interessiert sich aber auch gar nicht. Neues Kapitel, die Wälder. 3 Tage nach Marthas Tod. Und was haben wir da gerade gesehen? Wir müssen mal gerade ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben gerade Martha offensichtlich gesehen im Sarg. Baby kam aus ihrem Bauch raus. Plötzlich waren wir das Baby. Irgendjemand hat sich erhangen. Das waren offensichtlich wir oder unsere Mutter. Das waren wir, ne? Hä? Warum steht das falsch rum? Hä? Okay, danke. Ich verstehe es nicht. Und ich meine, also ganz ehrlich, wie kann sie so gechillt sein? Blutet sie jetzt noch? Oder was ist denn das? Also, wo kommt das her? Hat sie eine Wunde? Ist das naturell bedingt? So, also... Sind unsere Eltern zu Hause? Sind wir angezogen? Okay, das sind schon mal die Filme. Das haben wir schon mal da. Das ist schon mal gut. Aber... Was mit dem Rest? Normaler Montag, ach so. Na dann. Dann habe ich nichts gesagt. Ich habe gerade nicht den Mut, das Telefon zu benutzen. Nicht jetzt. Okay, wollen wir vielleicht erstmal ins Badezimmer gehen und irgendwie checken, ob uns gut geht? Oder ist das auch egal? Ich glaube, Julia ist eine Draufgängerin. Die interessiert das nicht. Ne? Die will das auch gar nicht. Wir gehen einfach jetzt... Seht ihr auch das Gesicht? Es tut mir leid. Ich kann es nicht mehr wegmachen. Ich sehe es die ganze Zeit. Huch. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Na, ich weiß nicht, ob man für sowas Bettruhe verschrieben bekommt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe da jetzt nicht so die Ahnung. Ich glaube, man sagt ja immer, wenn die Frauen so in ihrer Regel sind, dann ist ja Ruhe und hier immer... Ein bisschen entspannen, also sofern das geht. Ich kann das Haus nicht nur in Unterwäsche verlassen. Achso, wir müssen uns anziehen. Oh, sorry. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich konnte nicht an, dass du dich jeden Tag nackig machst, Mensch. Wir ziehen uns natürlich wieder Klamotten von Julia an, ne? Das ist ja wohl klar. Also ich wäre jetzt einfach auch so rausgerannt. Also ich meine, es ist doch warm draußen. Was wollt ihr denn? Rechts. Das elegante Kleid? Nein, sonst kann ich mir wieder was von Mama anhören. Ja, ist doch egal, lass uns bashen, komm. Ja, dann das linke. Okay. So, wir haben uns auf den Tag vorbereitet und ich glaube... Also, Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Alter, Julia, du Monster! Du bist ein Fuchs! Shh. Ja. Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapo, er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene. Sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben Sie sich nicht innig geliebt?
Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Was für Dinge? Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanny, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanny? Ich glaube, dass die Nanny diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinger. Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Junge, die Oma hat uns einfach verflucht. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lapo hat etwas mit Marthas Tod zu tun. Ach, Schwachsinn. Hör Mama doch nicht hin. Verliert schon wieder den Verstand. Junge, ich glaube, sie hat noch nie Verstand gehabt. Wie kann man sich überhaupt vorstellen? Und Don Attilio? Er ist ein toller Freund, aber was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie sie mir weggenommen? Junge, pass mal auf, die Oma hat uns einfach versehentlich wirklich die ganze Zeit verflucht. Oder die war selbst verflucht oder so. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Was? Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Scheiße. Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen. Boah, hier wird gemalt. Warte mal. Was ist denn das? Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Wer hat das gezeichnet? Tag und Nacht geschlossen bleiben. Das war da vorher noch nicht. Wird geraten, in ihren Kellern, oder wenn diese ist das ein Baby? In ist das ein Pudding? Ich bin so verwirrt gerade. Haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Junge, stell mal vor, du willst einfach so lüften. Auf einmal willst du... Headshot. Zack. Willst irgendwie aus dem Fenster rausgucken, weil ein schöner Tag ist, weißt du? Zack, weg. Alles klar. Okay. Leute, wir müssen die Filme entwickeln. Ich will wissen, was da drauf ist. Ich will wissen, was da drauf ist. Hauptsache, die ballern so eine Meldung durch, von wegen, ja, nicht Fenster, Kopf aus dem Fenster ballern und dann haut die im Nachhinein so eine Musik. Oh, wir müssen heute noch die Zeitung lesen, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Darf ja nicht auffallen, dass wir nicht Martha sind, Leute. Was steht denn Schönes drin? Bestimmt gute Nachrichten, oder? Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens, wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Natürlich. Zweitens, wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens, wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Wer bei uns im Chat kein Sub ist, ihr kennt das Ende. Der Krieg wütet an der Ostfront. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. Eieieiei. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Perrier nach Carentan. Pont-Hébert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Viele US-Verluste durch die Aktion Fliegende Bombe, Alter. So heißt meine Geheimoperation, wenn ich mal endlich wieder auf Toilette kann, Junge. Das sehe ich mich auch länger weg. So, okay, pass auf. Ich konzentriere mich mal wieder. Ich brauche ein Hotkey für die Ziele. Kann nicht sein, dass ich immer auf die Map gucken muss. Das ging doch beim letzten Mal. Haben wir nicht irgendwie hier eine Tastenbelegung oder sowas? Spielverlauf. Nö. Wie kann ich denn in meine Ziele reingucken? Wie ging das denn? Ich kann doch nicht sein, dass ich immer auf Map gehen muss. Egal. Was, wenn man Tarot... Mama hat meine Tarotkarten mitgenommen. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt, als ich klein war. Finde die Tarotkarten, das ist nicht gut. Wenn wir jetzt schon so eine Scheiße träumen, das geht nicht. Julia, das können wir so nicht machen, Alter. Wir entwickeln jetzt erstmal die Filmrollen. Ich möchte wissen, was da drauf ist.
Das interessiert mich jetzt am meisten. Liegt die jetzt da immer noch eigentlich? Ach, hör doch auf. Ey. Wie lange will die denn hier rumliegen? Die steht ja bald wieder auf. Alles klar. Okay, gut. Wir kümmern uns um unseren Scheiß, Leute. Wir entwickeln den Film. Oder die Filme. Junge, Junge, Junge. Es war mir schon absolut klar, dass es so abgedreht wird. Aber was hatte dieser Traum oder diese Halluzination zu bedeuten? Was ist da das Ding, Alter? Was ist da die Erklärung? Was denn jetzt? Hä? Hä? Der Kassettenrekorder? Wie der Kassettenrekorder? Album? Es muss doch dafür irgendeinen Hotkey geben. Jetzt mal Real Talk. Das geht, ich kann aber nicht aufrufen. F. R. T. Oha. Als ob man das einfach on the fly ausstellen kann. Was haben wir noch? Z. U. I. I geht halt nicht. K. 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 Okay. Das ist Papas Audiorekorder. Er benutzt ihn für die Arbeit. Höre dir das Band an. Oh nein. Da wurde doch bestimmt wieder gelästert. Wobei, das ist unser Papa. Der macht das nicht. Der hat uns gern. Was sind das für Dinger? Rotfilter für extrem kontrastreiche Fotos. Oh, Leute, herzlich willkommen bei Instagram. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Alles? Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Das ist Weitwinkel, oder was? Okay, lass mal hören, was Papi zu sagen hat. Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Okay. Ich muss unbemerkt bleiben. Wir sind doch alle weg, oder nicht? Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Stimmt! Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Warum hört er sich jedes Mal so an, als wäre er besoffen? Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay, bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für... Wie, Musik deaktiviert? Nee, das will ich hören. Ich will wissen, was das für eine Musik ist. Ich glaube, es hackt. Zeig her. Das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Singt sie da jetzt? Sind wir das? Es wird einfach gemutet. Guck mal, es ist einfach ausgetauscht. Also einfach passiert aber nichts in dem Moment, weißt du? Nee, Alter. Diese Bilder könnten alles verändern. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was wir darauf mein sehen, ne? Der Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Dafür hasse jetzt ja uns. Mach dir mal keine... Oh Gott. Teilen meines eigenen Körpers. Fleischfetzen. Knochen splittern. Alles in einer trüben Wolke, die sich langsam im Wasser ausbreitet. Mit jedem neuen Würgen. Ich habe solche Angst. Was soll ich tun?